Herzlich willkommen zu meinem Kobalt Let's Play. Ja, was spielen wir denn? Also erstmal zum Spiel natürlich. Ich will jetzt hier nicht gleich so loslegen. Das Spiel ist von Mojang und noch einer anderen Firma. Natürlich habe ich mich jetzt nicht gut genug informiert. Ja, das ist natürlich blöd, aber gut. Also Mojang hat es schon mal gemacht. Das ist ja erstmal oder mitgemacht. Das ist schon mal ein guter Punkt. Und deswegen habe ich es mir auch gekauft, weil ich mir da viel erhofft habe. Und ja, das Spiel ist wirklich der Hammer und es macht wirklich viel Spaß. Spielen wir erst, also hier gibt es, ist noch in der Alpha, Version 1.06, ist wirklich noch sehr früh. Nur nicht viel da, ja, aber es macht Spaß und wir werden alles mal so ein bisschen anzocken. Und erstmal natürlich das Tutorial, das ist erstmal hier die, das erste Programm, das wir hier machen müssen. Das wird dann die erste Folge, das Tutorial, dass ihr erstmal auch so ein bisschen den Einblick bekommt, wie das so ist, das Spiel. Dann geht's los und ich hoffe, dass die Musik im Hintergrund nicht allzu laut ist und auch die Sounds nicht zu laut sind. Move with... Ja, ich spiele ja mit dem Gamepad, weil mit Tastatur ist das Spiel unerträglich zu zocken. Das Spiel kostet im Moment auch nur so, ich glaube, 10 Euro. Egal, ich pack den Link rein und ihr seht dann weiter. So, jetzt erstmal die Jump Basics. So, ja, das ist ja easy. Attack with X. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere Waffe. Und dann können wir mit X können wir dann schießen. So, können wir die Lampe hier abschießen? Das wäre jetzt lustig. Nee, geht nicht. So, dann machen wir hier alles mal kaputt. Und schon ist alles hier zerstört. Weiter geht's. Auto-Aim by Holding. Ja, das... Ja gut, bei mir ist das jetzt ein bisschen anders. Ich habe den Controller von der PlayStation. Ach so, meinen die das? Okay, sorry, ich habe es gerade falsch verstanden. Klar. Mit dem Joystick nach oben oder nach oben oder nach unten. Dann aimt der automatisch oder dann zielt der genau auf die Ziele. So. Das wird dann automatisch. Das passiert dann auch bei den Gegnern. Das heißt, er zielt dann automatisch drauf. Reload by holding. Ja, ich muss das Spiel wieder ein bisschen verstehen. Ja, reloaden. Achso, ich muss das Teil hier kaputt machen. Ja, reloaden tue ich jetzt zum Beispiel. Einfach indem ich wieder auf X drücke. Bei mir ist das halt irgendwie X. Oder ich weiß nicht, was der damit meint. So, das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ja, so, sobald wir den... Ach, egal, ich zeig's euch. Ja, genau so. Und zwar rollen. Wenn man sich rollt, dann wehrt er die Schüsse ab. So, und das nächste ist... jetzt haben wir die werfbaren Gegenstände, wie zum Beispiel hier ist die Flashgranate, zeige ich euch. Die macht natürlich keinen Schaden, aber flasht die Gegner. Dann habe ich hier einmal die... Das ist auch eine Art Granate. Dann habe ich hier die Dinger. Damit muss man die Gegner direkt treffen, dass es Schaden macht. Oder das Teil kann ich ja auch treffen. So, aber benutzen wir doch... Ach, hier gibt es auch noch den Bumerang. So. Ja, dann habe ich ihn wieder eingesammelt. Der kommt wieder zurück. Macht auch Schaden. Dann habe ich hier die Bombe, die ich jetzt hier werfe. Umso länger ich X drücke, umso fester schmeißt er. Ich drücke jetzt mal komplett X. Zack. Und da explodiert sie. So, you have 3 item slots. Ja, ich habe hier einmal die Handwaffe. Ja, also die Faust. Nein. Dann habe ich die... Also jetzt nochmal die Faust. In dem Faustteil habe ich, kann ich auch den Phaser auswählen. Das ist eine Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe, so. Die die Gegner mit einem Schuss weg. Smash. So, dann haben wir die Range, also die Schusswaffen. Dann habe ich... Ja, ja, da habe ich dann das hier. Bam, bam, bam. Dann haben wir das hier, das schöne Teil, das ist der Granatenwerfer. Bam, 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 bam. Und ja, also funktioniert super. Dann haben wir die Werfwaffen, das sind zum Beispiel diese Granaten hier. Flashgranaten und alles Mögliche.
Oder warte, ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man geflasht wird. Okay, das sieht jetzt im Tutorial nicht so aus wie im Spiel. Im Spiel ist das viel extremer. Man kann sich auch ganz kurz nicht bewegen, wie der Flash-Granate ist. So, jetzt geht's weiter mit den Jet-Shoes. Damit kann ich fliegen. Auch wenn noch nicht so wirklich... Also man kann halt ein bisschen weiter dann fliegen, wenn man springt. Aber so hochfliegen kann man da noch nicht richtig. So, weiter geht's. Schildbelt. Das ist das Schild, das man auch haben kann. Ihr seht den grünen Schleif um meinen Typ hier rum. Dann liegen hier noch die Batterien, die werden hier unten angezeigt. Ja, ich kann jetzt hier nicht mit der Maus drauf zeigen. Und sobald das Schild einmal zerstört wird, geht eine Batterie weg. Und das wird jetzt zerstört einmal hierdurch. Jetzt ist eine Batterie leer gegangen, aber wird wieder aufgefrischt. Ihr seht den Balken, der sich hier auffüllt. So, jetzt habe ich eine neue, weil hätte ich dieses Schild nicht, wäre ich jetzt hier zerstört worden. So, weiter geht's. Hier kommen schon die ersten Gegner. Die flashen wir jetzt direkt erstmal. Oder auch nicht. Das war jetzt Fail. Ich habe das Spiel echt schon lange nicht mehr gespielt. Ja, super, jetzt sind da nicht die Gegner. Okay, den einen bam wir jetzt mal weg. Warum nicht? So, er ist geflasht. Und die haben Schilder, das ist natürlich sehr toll. Ja, ich bin hier gerade wieder ein bisschen am Losen, aber ich sag euch, bei Deathmatch und so zeige ich euch mal wieder so ein bisschen, was ich noch kann. So, du bist hinüber. So, und denn wir spielen jetzt mal einen Streich. Ach, übrigens hat der Gegner gerade was droppen lassen und das kann man dann irgendwann verkaufen. Ich hoffe, das kommt auch noch in dem Tutorial. So, bam, von hinten. Man kann das verkaufen, bekommt Geld und kann sich damit neue Waffen kaufen. Oder Updates für die Waffen oder Munition oder Granaten. Ah ja, genau, das sieht man jetzt hier. So, ich habe jetzt Loot. Den habe ich jetzt hier eingesammelt. Hier verkaufe ich die Sachen. Bekomme das Geld. Hier unten seht ihr jetzt meine Anzeige mit dem Geld. Das ist eine Art Dusche. Damit, also die Nano-Shower kostet 5. Und damit repariere ich mich. So, hier kann ich Stick Grenades kaufen. Da habe ich jetzt ein paar. Das sind die hier. Die bleiben dann kleben. Ach, das sind die falschen. Das sind die Stick Grenades. Oder auch nicht. Ach nee, die bleiben dann nur an Gegner hängen. Okay, gut. Gut, dass ich es weiß. Oder nicht an dieser Wand vom Tutorial. Ist halt jetzt ein bisschen doof. Dann gibt es hier den Shop. Hier gibt es ja noch Sachen. Waffen ohne Ende. Und hier kann ich alles halt upgraden. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. So, das... Hier kommen jetzt ein paar Gegner. Bam. Und die können auch schon schießen. Ja, und ich bin schon kaputt. Und wie gesagt, ich kann mich ja rollen, dann machen die keinen Schaden. Ja. Das war's dann auch. Hier, gut, you have the basics. Oh, sorry, jetzt bin ich schon so schnell gewesen. Jetzt gibt's hier nochmal ein paar Special-Sachen. Die sind auch nicht leicht. Running, your feet will start low. Will your feet glow, you can double jump. Oh, wartet, ich bin hier grad... Wie rennt man nochmal? Ach, hier, genau. Okay. You can... Ach, Mist. Falsch. Nein! Ich springe auf der falschen Taste. Ich bin das... Okay, das war jetzt noch nicht so toll. Ja, so diese Sache mit dem Springen habe ich jetzt noch nicht so... Warum macht er jetzt den... Okay, noch einmal. Warum macht er immer den automatisch? Das ist ja mal doof. Warte mal, noch einmal. Ja, komm, wir haben es geschafft. So. Doppelsprung. Es ging ja nur um den Doppelsprung. So, das ist jetzt etwas schwierig. Also das ist so. Ich nehme jetzt hier dieses Teil. Das hier. Ah ne, das. Warum haben die hier Granaten drin? Die braucht man doch gar nicht. Wow. So, jetzt. Troll Able. Ach so, die wollen die Granaten, dass ich die schmeiße. Okay.
Und dann habe ich dieses Teil hier, dieses Chemical Real, das sieht so aus. Ich muss hier rennen und dann rollen, und wenn ich rolle, muss ich es loslassen. Ja, toll. Ach, ich muss X halten, okay. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Man muss genau im richtigen Moment loslassen. Ja, genau so. Nein. Ja, so ungefähr. Ich muss halt im richtigen Winkel loslassen, so dass es dann auch richtig fliegt. Ja, das. So, das ist jetzt auch toll. Hier brauche ich die Faust. Muss rennen. Und wenn ich dann hier wieder rolle, da muss ich loslassen. Dann kriege ich einen Schub und kann springen. Und das ist richtig kacke, weil ich das noch nie hinbekommen habe in meinem Leben. Aber probieren wir das jetzt doch nochmal. Oh, X halten und dann wieder los. Kacke. Warum geht das nicht? So, nochmal. Ja. Ja, das war jetzt schon gut. War aber auch noch nicht das Wahre. So. Okay, das bekomme ich jetzt noch nicht hin. Ich habe keine Lust, jetzt hier 10 Stunden dran zu sitzen. Ihr wisst ja, um was es geht. So, das muss ich jetzt zurückschlagen. Das heißt, ich muss schlagen, wenn das kommt. Achtung. Nein. Ich kann diese Bombe nämlich wieder zurück abwehren. Ich wehr diese Zeitlupe nicht. Die regt mich ja gerade voll auf. Ja, so. Bam. Okay, nochmal kaputt gegangen. Aber na gut. So. Wir. Was? So. Das war's dann. So, hier kann ich nochmal. Dann nochmal Ziel üben. Ja, toll. Natürlich immer wenn ich irgendwas aufnehme, bin ich richtig schlecht, obwohl ich das Spiel gut, eigentlich sehr gut kann. Na gut, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber ja, das sollte schnell wieder da sein. So, exzellent. Wir haben die Techniken gelernt. Das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen, das ich jetzt übrigens auch ein bisschen zocken werde und aufnehmen werde. Deathmatch und Survival und alles Mögliche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr doch bei den nächsten Videos auch einschaltet. Tschüss!